Es ist einer der größten Medizinskandale. Dabei begann alles mit einem Wundermittel. Ein neues Gerinnungspräparat versprach Blutern ein fast sorgenfreies Leben. Man hat dem voll vertraut. Man hat sich da voll... Man war total begeistert. Aber das vermeintliche Heilmittel entwickelt sich zum Todesmedikament. Es wird aus Blutspenden gewonnen, viele davon mit HIV und Hepatitis infiziert. Das war so ein Gefühl, als wie wenn ein Vorhang runtergeht. 1500 Bluter infizierten sich so mit HIV. Die Verantwortlichen wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen. Michael Diederich ist Bluter. Eine Krankheit, die jeden Tag präsent ist. Schon von Kindesbeinen an bestimmt sie den Alltag des 38-Jährigen aus Ulm. Gerade im Kindergarten zum Beispiel, wo viele gekämpft haben oder rumgetollt haben, da war ich dann halt eher im Abseits. Wenn ich etwas gemacht habe, dann sehr bewusst, sodass mir dann auch wirklich nichts passiert. Die Krankheit kann Michael Diederichs Leben jederzeit bedrohen. Damals lag die Lebenserwartung von Blutern noch bei unter 40 Jahren. Oh mein Gott, Ralf! Bist du gehen? Thomas! Bluter bedeutete damals Lebensgefahr und Außenseiter zu sein. Ich hatte damals auch Einnäher in den Kleidern. Mit Schaumstoffpolstern, damit ich mich nicht verletze. So musste ich in die Schule gehen. Das war natürlich auch immer ein Grund zu hänseln oder hihi, wie sieht der denn aus? So. Und später dann gab es diese Warnschilder, Achtung Bluter, die wir um den Hals hatten. Jürgen Möller-Nehring ist 52 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Lübeck. Seine Kindheit erlebt er in den 60er Jahren. Damals ist die Hämophilie, die Bluterkrankheit, besonders schwer zu behandeln. Viele Fehlzeiten in der Schule und lange Krankenhausaufenthalte prägen seine Kindheit. Immer wieder raus aus der Familie, aus der Schule, aus dem Freundeskreis und dann immer wieder auch mit viel Schmerzen verbunden, mit viel Ungewissheit, wie lange wird es dauern. So. Also ich fand es als Kind oft schwierig, also wie so ein Schicksal, was über einen ausgeschüttet wird und das hat man dann zu bewältigen. So. Professor Dr. Wolfgang Schramm ist Facharzt für Transfusionsmedizin. Der Spezialist aus München hat viele hundert Bluter behandelt. Das Hauptbeschwerdebild bei Blutern sind Gelenk- und Muskelblutungen. Aber es kann natürlich überall hinbluten, in den Körper, auch in den Kopf. Die Gehirnblutungen können akut dramatisch zum Tod führen. Kniegelenke sind besonders betroffen. Einblutungen zerstören den schützenden Zwischenraum. Die Knochen reiben hart aufeinander. 1970, da war ich 9. Auch Jürgen Möller-Nehring hat von klein auf kaputte Gelenke. Ja, ins Wasser durfte ich nicht, aber der Sand ging trotzdem immer rein. Nicht nur das körperliche Leid beeinträchtigt sein Leben. Schon als Kind spürt er, wie die ganze Familie unter seiner Krankheit leidet. Jetzt hast du wieder eine Blutung, ne? Du bist eben nicht normal. Du bist eben der Kranke und wir müssen immer auf dich Rücksicht nehmen. Das hier ist Faktor 8. Ein Blutgerinnungsstoff, der euch fehlt. Ohne diesen Stoff kann man verbluten, aber das wisst ihr ja. Dieses Medikament wird aufgelöst und auf eine Spritze gezogen. Das war's schon. Ab heute beginnt für euch ein neues Leben. Wie? Das ist schon alles? Ja. Und diese Behandlung können Sie auch selbst zu Hause durchführen. Mit Faktor 8 sind Ihre Söhne wie alle anderen auch. Ganz normale Jungs. Dürfen wir jetzt Fahrrad fahren? Aber klar doch. Mit dem Gerinnungsmittel Faktor 8 beginnt ein neues Leben. Auch für Ralf S.
Er hat als einziger von drei Brüdern überlebt. Seine Geschichte war Inspiration für den Film. Er möchte unerkannt bleiben. Das war dann schon der Himmel auf Erden. Ich war 12 Jahre alt, als wir das gelernt haben, die sogenannte Heimselbstbehandlung. Und ab dem Moment haben wir dann den Faktor 8 immer mit nach Hause bekommen, wie es auch in dem Film zu sehen ist. Und konnten dann also Prophylaxe spritzen, also prophylaktisch, jeden zweiten Tag, sodass wir einen Gerinnungsspiegel hatten, sodass, wenn man dann gefallen ist, dass es gar nicht erst zu einer großen Blutung kam. Nach der Heimselbstbehandlung gab es eine Metamorphose, da ging die Blüte auf. Ne? Also da war ein vollkommen normales Leben möglich. Die Ärzte haben gesagt, jetzt Sport, 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 so viel wie geht. Ja? Und raus, raus, raus. Ne? Und ich hatte wirklich auch das Glück, dass meine Eltern den Mut dazu hatten und sagen, Jürgen, geh. Und ich hatte dann ein Fahrrad und eben Surfbrett. Ab Mitte der 70er Jahre wird für Jürgen Möller-Nehring und die meisten Bluter ein Leben fast ohne Einschränkungen möglich. Sie müssen nur regelmäßig das Gerinnungsmittel spritzen. Je mehr, desto besser. Ich habe jeden Morgen so nach dem Zähneputzen eben meinen Faktor gespritzt und dann gab es Frühstück und dann ging es in die Schule. Und dann waren so die ganzen Ausnahmesituationen weg. Endlich mithalten können, kein Außenseiter mehr sein, Pläne für die Zukunft schmieden. Für den Teenager eine nie geglaubte Befreiung. Es sind die 80er, ein neues Jahrzehnt bricht an. Es ist die Zeit der Freizeitgesellschaft und des neuen Körperbewusstseins. Spaß haben und fit sein heißt die Devise. Da gibt es plötzlich Meldungen aus den USA über eine neue, mysteriöse und tödliche Krankheit. AIDS. Haben Sie schon mal in der Zeitung oder im Fernsehen schon was darüber gehört? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen, ob Sie vielleicht schon was darüber gehört haben. Naja, kenne ich nicht. Noch nie was hierher kommt. Wissen Sie, was AIDS ist? Haben Sie da schon mal von gehört? Ja, das ist die Homosexuellen-Krankheit. Das war 81, 82, als die ersten Berichte über wenige Patienten in den USA bei dem Morbidity Monthly Weekly Report auftauchten, dass eben Homosexuelle, Heroinabhängige, Haitianer und Hämophile von einer gewissen Immunschwächekrankheit betroffen seien. Das hat natürlich schon sehr allergisiert und zu gucken, was kann da dahinter sein. Die Menschen fühlen sich bedroht. Angst und Verunsicherung sind spürbar. Wir haben alle gedacht, naja, das ist halt so eine komische Erkrankung. Und plötzlich explodierten aber die Zahlen. Das heißt, es musste sich um irgendetwas Ansteckendes handeln. AIDS breitet sich immer weiter aus. Mitte der 80er sind die Zeitungen voll mit Berichten über die verheerende Krankheit. Vieles ist unklar. Wer ist betroffen? Wie kann man sich anstecken? Immer häufiger erkranken jetzt auch Bluter an AIDS. Ralf S. und seine Brüder sind in großer Sorge. Gedanklich gab es natürlich gleich einen Zusammenhang. Irgendwie, oh Gott, sind wir vielleicht auch betroffen? Oder was ist mit uns? Aber wir haben dann schon den Gedanken verdrängt und haben dann auch gedacht, naja, wenn es so wäre, hätten wir schon längst vom Arzt Bescheid bekommen. Michaels Mutter Conny Diederich fühlt sich bei den Ärzten ebenfalls gut aufgehoben. Hallo Michael, grüß dich. Geht's dir halt? Doch als Michael Diederich 10 Jahre alt ist, erfährt sie von seiner HIV-Infektion am Telefon. HIV-positiv bedeutet damals noch das sichere Todesurteil. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich nach ein paar Sekunden, würde ich jetzt mal sagen, ja, und was muss ich jetzt machen, auf was muss ich achten? Ja, sie werden dann ein Schreiben erhalten und werden eingeladen zu einer Untersuchung. Wir melden uns dann schriftlich. Ja, das war das Telefonat. Wo haben wir uns angesteckt? Das lässt sich noch nicht so genau sagen. Ich meine, wir nehmen keine Drogen oder sind schwul oder so. Also,
Könnte das mit Faktor 8 zu tun haben? Das sind reine Spekulationen. Dafür gibt es überhaupt keinen wissenschaftlichen Beweis. Es war erstmal so die Phase von Schock. Schockstarre, so. Was es fürs zukünftige Leben bedeutet, wusste ich nicht. Keine Ahnung. Es waren nur die Prognosen, ja, natürlich, die ich wusste. Die waren nicht gut. Und es war dann schlagartig klar, so die Lebenserwartung oder die ganzen Träume, Perspektiven, das alles in Frage gestellt. Das war so, es kam dann immer so tschack, 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 eine Gewissheit nach der anderen. Das kannst du alles vergessen. Kinder kannst du vergessen, dein Beruf kannst du wahrscheinlich auch vergessen. Familie, Zukunft kannst du auch vergessen. Hast du noch 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, weiß man nicht. Jürgen Möller-Nehring ist gerade 25 Jahre alt, studiert Medizin, er will Arzt werden. Seine Träume zerplatzen schlagartig. Michael Diederich ist noch ein Kind. Mit 12 Jahren erzählen ihm seine Eltern von der HIV-Infektion. Meine Eltern haben mir das dann so erklärt, dass ich praktisch jetzt eine Krankheit habe, die andere krank machen kann und die zum Tode führt. Und das Bild habe ich halt immer noch im Kopf. Und ich wollte niemanden töten. Das größte Hämophiliezentrum weltweit befindet sich in Bonn. Auch Ralf S. und seine Brüder werden dort behandelt. Wie in mehreren Zentren Deutschlands wird hier auf eine Hochdosistherapie gesetzt. Dabei werden besonders viele Faktor 8 Einheiten verabreicht. Deshalb ist der Bedarf enorm. In Deutschland allein reicht das Blutplasma für die Herstellung nicht aus. 90% werden aus den USA importiert. Hier kommt das Plasma oft auch aus Blutspendezentren in Hochrisikogebieten, gespendet von Menschen, die mit Blut ihr Geld verdienen müssen. Tausende Spenden werden gemischt. Eine einzige HIV-Verseuchte reicht aus, um den gesamten Pool zu infizieren. Dabei ist die Gefahr verseuchter Plasmapools nicht neu. Schon in den 70er Jahren war bekannt, dass Hepatitis durch diese Produkte übertragen wird. Und man hat festgestellt, dass eben viele Hämophile auch eine chronische Leberentzündung hatten. Deshalb werden Verfahren gesucht, um Präparate virensicher zu machen. Die Firma Behring entwickelt seinerzeit das Hitzeinaktivierungsverfahren. 1981 zugelassen, kommt es jedoch kaum zum Einsatz. Denn die Hepatitis-Gefahr wird unterschätzt. 1983 ist klar, dass dieses Verfahren auch bei HIV erfolgreich ist. Diese einmalige Chance, spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Verfahren für alle Produkte vorzuschreiben, ist sträflich von Politik und Gesundheitsbehörde vernachlässigt worden. Warum? Weil das Ganze Geld kostete. Die Hitzeinaktivierung verringert die Ausbeute von Faktor 8. Es wird mehr Plasma benötigt, das Gerinnungsmittel dadurch teurer und weniger lukrativ für die Pharmaindustrie. Und so werden auch die alten Präparate weiterverkauft. Auch für die Krankenkassen die bessere Lösung. Die hatten ja großes Interesse daran, dass die Kosten der Hämophiliebehandlung nicht noch höher werden. Die sind schon nicht gering. Und wenn ein Produkt da das Doppelte kostet und das andere auch noch verfügbar ist, das nur die Hälfte kostet, dann waren die sehr daran interessiert, eben, dass das günstigere Produkt verwendet wird. Obwohl nahe liegt, dass gerade diese nicht sicheren Präparate HIV übertragen, wird das Medikament weiter zugelassen und eingesetzt. In Bonn sogar bis zu dreifach höher dosiert als in anderen Zentren. Und so bleibt Faktor 8 ein lohnendes Präparat. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss wird später enge ökonomische Verflechtungen zwischen Behandlern und Anbietern zutage fördern. Im Bericht heißt es, zahlreiche Behandlungszentren erhielten von den Anbietern Zuwendungen, die in direktem Zusammenhang mit dem Kauf von Faktor 8 Konzentraten stehen. Das Ganze war von der Pharmaindustrie so angelegt, dass da in großem Maße mit Spenden und Zuwendungen und sonstigen materiellen Vorteilen natürlich der Verbrauch und der Kontakt da unterstützt wurde. Der Untersuchungsausschuss kommt zu dem Ergebnis,
Wirtschaftliche Interessen sind mitursächlich für den Skandal um HIV-Infektionen durch Blut und Blutprodukte. Eine frühzeitige Umstellung auf sichere, virusinaktivierte Präparate hätte weitere Krankheitsfälle vermeiden können. Und jetzt müssen wir die gesamte Bluterbehandlung unverzüglich auf die neuen, virussicheren Präparate umstellen. Alle alten Präparate müssen sofort vom Markt genommen werden. Wissen Sie, was Sie damit anrichten? Unverzüglich geht das nicht. Die Versorgung mit Faktor 8 würde zusammenbrechen. Für die Bluter ist das Risiko, an einer harmlosen Verletzung zu sterben, sehr viel höher als das Risiko einer HIV-Infektion. Wir haben einfach nicht genug neue Präparate. Das Bundesgesundheitsamt kann unmöglich zulassen, dass Medikamente auf dem Markt sind, die nicht absolut HIV-sicher sind. Was tun Sie, wenn der erste Patient aufgrund Ihrer Anordnung keine Medikamente mehr bekommt und verblutet? Wenn Sie das im Sofortvollzug machen, nehmen Sie den Tod von Menschen in Kauf. Auch viele Ärzte stehen vor einem Dilemma. Wie sollen sie die Bluter behandeln, wenn es nicht genug unbedenkliche Gerinnungsmedikamente gibt? Das Bundesgesundheitsamt kann auch nicht hergehen und sagen, so ab morgen gibt es nur das. Punkt. Wenn sie hätten sagen können, theoretisch, ab morgen gibt es nur noch ein virusinaktiviertes Präparat. Das erste, das zugelassen ist, war das Behring-Präparat Hemate, fertig. Dann wären wahrscheinlich 80-90% der Bluter nicht mehr behandelt worden. Und dann muss man abwägen zwischen den Folgeschäden bei dem Patienten. Es gilt abzuwägen, was ist schlimmer für die Bluter? Das Infektionsrisiko mit AIDS oder das Fortschreiten der Bluterkrankheit? Als klar war, wie groß die Gefahr war und was die Infektion auch bedeutet, da hätte man einfach nicht mehr nur die Gelenke im Fokus haben müssen, sondern auch diese Folgen der Infektion. Und hätte dann einfach diese Hochdosistherapie zurückfahren müssen. Für viele Betroffene kommen die Diskussionen zu spät. Wie die meisten Bluter infiziert sich auch Jürgen Möller-Nehring zwischen 1981 und 85 mit HIV. Hätte man damals etwas anderes machen können? Wir sind auf die Präparate angewiesen. Also spätestens bei einer Operation wäre der Faktor unbedingt notwendig gewesen, sonst besteht Lebensgefahr. Und auch bei der Behandlung von inneren Blutungen wären ja keine anderen Möglichkeiten da gewesen. Also man hätte das, denke ich, aufs Minimum runterfahren können, aber wirklich ganz ohne wäre es nicht gegangen. Das Bundesgesundheitsamt warnt schon Ende 1982 vor der Gefahr durch HIV-infizierte Blutprodukte. Doch konkrete Schutzmaßnahmen wie der HIV-Antikörpertest werden erst 1985 Vorschrift. Das Bundesgesundheitsamt bestätigt noch einmal, dass keine Infektionsgefahr für bluterkranke Patienten besteht, wenn sie Arzneimittel, die aus Blut hergestellt werden, einnehmen müssen. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt. Zwar sind seit 1985 keine verseuchten Medikamente mehr zugelassen, aber niemand ruft die alten Präparate zurück. Die bleiben weiter in Gebrauch, in Krankenhäusern und zu Hause bei den Betroffenen. Es sterben immer mehr Bluter und die Pharmaindustrie gerät unter Druck. Ich will eine außergerichtliche Einigung mit den Blutern. Das heißt, kein Schuldeingeständnis unsererseits, keine Öffentlichkeit. Und diese Leute sollen auf ihre Ansprüche verzichten. Warum sollten Sie das tun? Warum sollten Sie auf Ihre Ansprüche verzichten? Zwei Gründe. Angst und Zeit. Ries, wir müssen uns darauf einstellen, etwas Geld in die Hand zu nehmen. Wir machen den Blutern ein Angebot. Einzeln und vertraulich. Am besten nehmen Sie das selbst in die Hand und schicken Sie noch ein paar Anwälte in die Spur. Sie setzen sie unter Druck und danach zwingen Sie den Bluterverband zu einer Entscheidung. Der Zeitdruck war enorm, weil die Betroffenen ja erkrankten und auch zum Teil verstarben. Man wusste auch nicht, wie sich die HIV-Infektion und wie sich AIDS entwickelt.
Dazu kam, dass sich eben die Betroffenen nicht outen wollten, weil eben ein Stigma damit verbunden war. Niemand wollte in Verbindung mit den anderen betroffenen Gruppen, Drogenabhängigen und Homosexuellen und so weiter genannt werden. Infizierte Bluter bekommen durchschnittlich 65.000 D-Mark. Ein billiger Kompromiss, den die Versicherungen der Pharmaindustrie und Hämophilieverband aushandeln. Die Entschädigung 88 habe ich als sehr bittere Pille empfunden, weil die mit einer Abtrittserklärung verbunden war. Wir haben alle juristischen Schritte damit verwirkt. Und die Zahlungen waren lächerlich gering. Auch Conny Diederich nimmt die Entschädigung für ihren Sohn an. Doch die Folgen von HIV belasten den Alltag immer mehr. Ich habe sehr viele Warzen im Gesicht gehabt, auf der Kopfhaut und an den Händen. Habe auch abgenommen. Deswegen kamen dann immer öfters Menschen auf mich zu, die dann gefragt haben, sag mal, hast du diese Krankheit? Und habe ich natürlich immer verneint. Das Stigma AIDS belastet auch die Brüder aus dem Film. Ralf S. leidet unter Diskriminierungen. Also ich habe mehrfach Ausgrenzung erfahren, vor allen Dingen bei Ärzten, Zahnärzten. Ein Beispiel mal, wo der Zahnarzt dann erstmal alles liegen lassen hat, ans Fenster gegangen ist, 2 Minuten überlegt hat, dann kam er zurück und dann sagt er, also es tut mir leid, aber er möchte mich nicht behandeln. Solche negativen Erfahrungen führen dazu, dass er bis heute nicht offen über seine HIV-Infektion sprechen möchte. Damals kam zu der schweren körperlichen Erkrankung die Verbannung innerhalb von Familien, die Verbannung innerhalb von Freundesgeflechten, die Diskriminierung am Arbeitsplatz, die Diskriminierung in Krankenhäusern, nicht zu unterschätzen, die wir teilweise heute allerdings in geringerem Ausmaß auch noch haben. Das hat ja immer mit Unkenntnis zu tun oder mit Angst derjenigen, die sich dann eben abgrenzen müssen. Fast kann man sagen, wie in der Pest, zur Zeit der Pest. Und so haben sich auch meine Patienten gefühlt, sodass wir nicht nur mit der todesbedrohlichen schweren Erkrankung zu tun hatten, sondern auch damit, dass viele von denen überhaupt gar kein soziales Umfeld mehr hatten, was sie auffangen konnte. Ja, das war ein schwerer Sommer damals. Auch Michael Diederichs Familie leidet jahrelang unter dem Druck des Sich-Verstecken-Müssens. Der psychische Druck ist für beide groß, schweißt Mutter und Sohn eng zusammen. Das Thema Outing empfindet Conny Diederich als große Belastung. Wie sage ich es meinen engsten Freunden? Meinst du, die verstehen das, die können die Situation erkennen? Tagelange Diskussionen geführt. Wie und was und wann ist der Zeitpunkt? Sage ich es am besten, wenn sie alleine sind, sage ich es in der Gruppe. Und ja, und man hat halt einfach gespürt, dass der Druck bei ihm so groß war. Es war so eine Belastung, dass er ja auch immer, er hatte ja immer welche Erkrankungen. Es hat gar nicht mehr aufgehört. Michael Diederich erlebt viele Höhen und Tiefen. Die Krankheit kann jederzeit ausbrechen. Familie und Freunde stehen ihm zur Seite, aber das Schweigen über seine Infektion belastet ihn. Mit 19 geben ihm die Ärzte nur noch ein halbes Jahr zu leben. Michael nimmt allen Mut zusammen. Als ich dann den engsten Freunden es gesagt habe und ich gemerkt habe, dass nichts passiert, dass die weiterhin hinter mir stehen und meine Freunde sind, dann ging es mir richtig gut. Also es war wirklich, als ob eine zentnerschwere Last von meinen Schultern gefallen ist. 1993. Der Bluter-Skandal ist längst vergessen. Deutschland erschüttert ein neuer Skandal um HIV-verseuchte Blutpräparate. Ende der 80er gab es vereinzelt Neuinfektionen. Dieses Mal betrifft es nicht nur Bluter. Es stellt sich heraus, das Hitzeinaktivierungsverfahren, das Blutprodukte sicher macht, wurde nie gesetzlich vorgeschrieben. Erst jetzt handelt die Politik. Der Bundesgesundheitsminister steht im Fokus und löst das Bundesgesundheitsamt auf. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll endgültig die Sicherheit der Blutprodukte überprüfen und klären, wer für die HIV-Infektionen verantwortlich ist. Jetzt interessiert man sich genauer für die 1500 Bluter, die durch verseuchte Blutpräparate mit HIV infiziert wurden.
Der Untersuchungsausschuss, der hat Fehlverhalten bei den verschiedensten Beteiligten festgestellt. Beim Bund, bei den Ländern, bei pharmazeutischen Firmen, bei Blutspendediensten und bei den Ärzten. Es ist aber letztendlich niemand rechtlich zur Rechenschaft gezogen worden. Niemand wird verurteilt, keiner übernimmt die Verantwortung für den Skandal. Horst Seehofer entschuldigt sich zumindest. Für die Fehleinschätzungen der Bundesbehörden möchte ich die Betroffenen im Namen der Bundesregierung um Verzeihung bitten. 60% der betroffenen Menschen wären nicht infiziert gewesen. Also 60% wäre vermeidbar gewesen, wenn immer rechtzeitig auf der Hinweise und der Warnungen und der Erkenntnisse gehandelt worden wäre. Infolge der politischen Aufarbeitung wird eine Stiftung gegründet, die Überlebenden eine monatliche Rente garantiert. Bund, Länder, Deutsches Rotes Kreuz und Pharmaindustrie zahlen ein. Ralf S. hat den Tod seiner Brüder und sein eigenes Schicksal bis heute nicht verkraftet. Man kann lernen, damit umzugehen, oder man kann irgendwann damit umgehen, weil man damit umgehen muss. Ansonsten kommt man mit dem Leben nicht mehr klar, aber verarbeiten kann man das nicht. Michael Diederich hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Er bestreitet seinen Lebensunterhalt durch die monatliche Rente aus der Stiftung. Das Geld ermöglicht ihm ein relativ unabhängiges Leben. Wegen seiner Erkrankungen konnte er nie einen Beruf erlernen. Einmal die Woche hilft er ehrenamtlich im betreuten Wohnen. Das gibt ihm Anerkennung. Doch wie die Zukunft aussieht, weiß er nicht. Denn wenn die Stiftung 2017 ausläuft, werden auch die Zahlungen eingestellt. Die Kranken leben einfach länger als damals errechnet. Dabei sind die Langzeitüberlebenden mehr denn je auf eine finanzielle Unterstützung angewiesen. Dankeschön. Man weiß natürlich auch nicht, bei so einer Langzeittherapie, immerhin nehme ich die jetzt schon seit mindestens 22 Jahren, was mit den Organen passiert. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass immer mehr Menschen, also mehr Bluterkranke jetzt auch an Nierenleiden haben oder einfach an Organversagen dann auch sterben. Und darum können die nicht einfach sagen, wir zahlen es nicht mehr, weil mit den HIV-Medikamenten kann man ja länger leben. »400 infizierte Bluter leben noch. Jahrzehntelang haben sie alle schweres körperliches, vor allem aber seelisches Leid ertragen müssen. Vielen von ihnen geht es zunehmend schlecht. Jetzt wollen sie zumindest die Gewissheit, dass sie finanziell abgesichert sind. Ähnlich wie inzwischen die Contergan-Opfer.« »Die Regierung könnte auch mal sagen, so, wir sichern euch jetzt ab bis zum Ende, Punkt.« Sondern es bleibt immer wieder offen, immer wieder ungewiss, immer wieder hadern. Zahlen wir weiter, zahlen wir nicht, wer zahlt? Zahlt die Pharmaindustrie noch mal rein? Oder kriegen wir noch mal Geld oder sitzen wir eventuell 2017 da und kriegen Hartz IV? So bleibt den Betroffenen nichts anderes, als weiter auf Gerechtigkeit zu warten.